Zu Beginn der zweiten 45 Minuten läuft es für die Bayern. Sie sind insgesamt klar vorne im Rückspiel in der UEFA Champions League. Gnabry. Sanchez. Sané. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Pressing gegen Partey. Jiménez. Und jetzt Diego Costa. Morata. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Die Bayern mit dem Ballverlust. In der Bundesliga geht's für die Gäste wie folgt weiter. Almeida. Felipe. Und Diego Costa. Erneut so ein hervorragender Pass. Hector Herrera. Morata. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Morata. Herrera. Guter Schuss und das wäre fast ein Tor geworden. Gnabry. Sanchez. Sané. Und Freistoß gegen die Bayern. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's. Gnabry. Lewandowski. Higuain. Atletico verliert den Ball. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Pavard. Sané. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Serge Gnabry. Ball bei Atletico Madrid. Higuain. Jetzt Higuain. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sané. Toller Pass. Jetzt David Alaba. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Herrera. Higuain am Ball. Und Lewandowski. Fünfmal hintereinander ist Robert Lewandowski mittlerweile Polens Fußballer des Jahres geworden. Es ist Wahnsinn und irgendwie natürlich auch Belohnung dafür, dass Lewandowski wirklich seit Jahren konstant auf höchstem Niveau spielt. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Sanchez. Gnabry. Pavard. Serge Gnabry. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Lehmann. Und hier wird es Einwurf geben.
Thomas. Jiménez. Die Bayern wollen wechseln. Saúl. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ballverlust von Atletico. Das sieht durchaus viel. Ja, mit viel Übersicht. Tor für die Bayern. Und jetzt gibt es hier den Wechsel. Ja, und der Trainer nimmt ihn sicher vor allem wegen der gelben Karte runter. Verständliche Entscheidung. 2-1, hier ist noch alles drin. Correa. Saúl. Schöner Spielaufbau jetzt. Hector Herrera. Higuaín. Higuaín, war das knapp. Michael Cuisance. Thomas Müller jetzt. Seit 2010 ist Thomas Müller aus der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor! Und hatte die Fahne gehoben. Und wir schauen noch mal genau hin. Stimmt die Abseitsentscheidung, Boucher? Ja, richtig. Der Treffer war irregulär. Michael Cuisance. Gefährlich! Was macht er draus? Thomas Müller. Santiago Ascasiba. Super gemacht! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper. Da kommt die Ecke. Fahne ist oben, abseits Sané. Und da ist der Ball wieder weg. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Lässt sich hier weit zurückfallen. Und jetzt Müller. Der Pass kommt nicht durch. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Felipe. Almeida. 6 Minuten haben wir hier noch. Saúl. Jiménez. Herrera.
Starke Pässe jetzt von Atletico. Saúl. Gute Aktion jetzt. Saúl. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Das war mal ganz, ganz knapp. Guter Abschluss. Und da wäre das Tor fast gefallen. Guter Pass. Müller. Könnte gefährlich werden. Da ist die Balleroberung. Santiago Ascasiba. Süle. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Saúl. Lema. Und Higuain. Higuain jetzt. Higuain jetzt mit der Flanke, holt sich den Ball im eigenen 16er. Da müssen sie aufpassen jetzt. Correa. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Das Halbfinale ist vorbei und sie haben es gepackt. Herzlichen Glückwunsch von hier oben. Da schließe ich mich natürlich an. Über 2 Spiele gesehen geht das so in Ordnung. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rundum zufrieden. Leroy Sané, jetzt der Schuss! Parade Oblak, weiter geht's. Die Bayern machen das Tor. Der Vorschuss von Diego Costa. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Diego Costa. Was für eine Chance! Der Ball ist drin, vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Da ist die Balleroberung. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht. Das sieht durchaus viel für... Ja, mit viel Übersicht. Tor für die Bayern. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent. Thomas Müller. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper.